Und zwar soll es so ein bisschen gehen um meinen aktuellen Status, Stand, so vom Leben her, vom Seelengeschehen her. Und da spielt halt dann alles eine Rolle, wie auch die Ernährung und Sport und so weiter, Erkenntnisse. Und als erstes möchte ich darüber reden, über Seelen allgemein. Also ich persönlich oder meine Inkarnation oder meine Seele, und damit meine ich jetzt halt nicht die Überseele, sondern halt, ja, und man hat auch mehrere Seelenanteile, sage ich mal. Soll es aber erstmal keine Rolle spielen. Auf jeden Fall habe ich mich halt schon immer danach gesehnt, diese spirituellen Dinge zu erfahren. Sowas wie, ja, Fliegen zum Beispiel jetzt als Beispiel. Oder halt zu erfahren, dass halt die Welt nicht materialistisch aufgebaut ist, sondern dass dahinter halt der Geist steht, weil ich es absolut nicht abkonnte, ja, mich als abhängig von meiner Umwelt zu sehen. Hab jetzt aber halt im Laufe der da drauf ein bisschen Wassermelonensaft runter, habe jetzt aber im Laufe der Jahre dann gelernt und jetzt auch wieder, wird mir jetzt auch wieder stark bewusst, dass andere Menschen da halt anders sind. Und dass es so ist, dass wir halt erst aus dem Grund hier inkarnieren auf diese niedrig schwingendere Ebene. Und dieses niedrig schwingender ist noch nicht mal eine Bewertung, das ist einfach nur, wie es ist, wie alles einfach nur ist, wie es ist. Auf jeden Fall ist der Grund halt, und auch der Grund dabei zu vergessen, die Verbindung zu dem Höheren Selbst und zur eigenen Wahrheit, sag ich mal, um halt tiefgreifende, prägende Erfahrungen hier machen zu können, sonst wäre es gar nicht möglich. Aber ich persönlich habe mich halt davon, also da nie hingezogen gefühlt. Ich wollte nie Erfahrungen machen. Es hat für mich persönlich keinen Sinn ergeben, aber ich wusste nicht, warum ich da so krass anders bin. Also, und mittlerweile bin ich halt so am herausfinden, ob ich halt gewisse Erfahrungen machen möchte oder nicht. Oder ob ich halt nur die Erfahrungen, ja, also, oder es sind halt alles Erfahrungen. Solange man da ist, sind alles Erfahrungen. Auch wenn man sich jetzt sagt, ich will keine Erfahrung machen, ist das die Erfahrung, keine Erfahrung zu machen. Aber ich finde halt, bin halt gerade am herausfinden, welche Erfahrungen das sind. Also diese, ja, ob das sogar noch typische Erfahrungen, also für mich war zum Beispiel, eine Beziehung war für mich noch nie irgendwas Interessantes. Die meisten Menschen, die kamen für mich auch nicht in Frage und es war auch viel zu sehr auf menschlicher Ebene. Mich interessiert halt sowas wie, ja, sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Das ist für mich alles schon, aber für mich persönlich halt so zu schwer, zu dicht, zu niedrig frequent, ohne es halt zu werten. Und es kann halt wirklich sein, dass mich das irgendwann doch interessiert, um das vielleicht nochmal zu erfahren. Aber es hat mich eigentlich noch nie interessiert gehabt und deswegen vermute ich, dass es deswegen auch so ist, dass das eigentlich mein Wesen oder meine diesige Inkarnation noch ausmacht, weil ich das schon immer so gefühlt hatte, dass mich das sowas nicht interessiert. Zum Beispiel hat mich auch nie Sex interessiert. Also vielleicht auf gewisser Ebene schon, aber halt nicht dieses typische, wie die meisten das machen, dieses körperliche. Das hat mich auch, das weiß ich nicht, fand ich einfach langweilig. Also hat mir nichts gegeben, aber ich bewerte das halt, wie gesagt, nicht. Weil einfach jeder anders ist und auch jeder halt, wie gesagt, andere Erfahrungen machen will. Und deswegen will auch nicht jeder, sage ich mal, zu einem Punkt, in Anführungszeichen, aufwachen, wo ihm dann halt seine Seele bewusst wird und das ganze Spiel bewusst wird, dass halt alles vielleicht halt ein Spiel ist, weil es ist nämlich ein Teil des Spiels, sich das noch nicht bewusst zu sein, also halt für manche, die das halt so spielen wollen. Und da gibt es halt sehr, sehr viele Spielfiguren. Und sich bewusst sein, dass es ein Spiel ist, das ist halt auch immer noch ein Teil des Spiels, weil sonst wäre man nicht hier. Auf jeden Fall gibt es da halt, wie gesagt, da kein richtig und kein falsch. Und ich versuche dann halt, wenn ich mit Menschen zu tun habe, also näher gehen zu tun habe, mich dann halt so hineinzufühlen, was ist es halt, was dieser Mensch halt erleben und erfahren will. Und versuche dann halt keine Informationen halt jetzt rauszuschießen über, weiß ich nicht, Trockenfasten und so weiter, was dann halt die Illusion von den Menschen komplett zerstören würde, weil die halt was anderes erfahren möchten. Und deswegen bin ich manchmal auch so ein bisschen im Zwiespalt, was ich hier in den Videos halt erzähle oder erzählen möchte. Aber im Prinzip ist, denke ich mal, meine Inkarnation oder meine Seele auch dafür da, um halt solche Themen anzusprechen, weil es muss einfach trotzdem gegeben sein können, dass jeder halt offen über seine Themen sprechen kann, sich austauschen kann mit anderen und die, denen es halt, dessen Thema es nicht ist, die
sollten dann halt einfach andere Sachen schauen oder tun es halt auch. Und deswegen haben viele solche Kanäle auch zum Beispiel im Vergleich zu Veganismus, das ist ja ein ähnliches Thema halt, jetzt im Vergleich zum Massenbewusstsein, dass die dann halt auch nicht so viele Abonnenten haben. Wobei ich halt speziell beim Thema Veganismus dann auch wieder eine andere Meinung habe, weil die ethische Grundlage, die muss einfach für jeden gegeben sein, meiner Meinung nach. Aber dass man einfach kein anderes fühlendes Wesen verletzt mit seinen Handlungen. Ansonsten ist eigentlich alles erlaubt, meiner Meinung nach. Wobei ich da dann auch wieder mich frage, wo dann da die Grenze ist, weil ich eigentlich auch keine Pflanzen umbringen wollen würde, weil es halt auch einfach eine Lebensform ist und halt auch bewiesen ist, dass sie Signale aussenden, wenn die verletzt werden, also dass sie es halt spüren und dann auch ihre Artgenossen warnen und zum Beispiel Pflanzen, die halt gerade nicht so gut wachsen können aufgrund ihres Standorts oder irgendeiner Krankheit, dass sie halt über Zuckerlösung und Mineralstofflösung unterstützt werden, also so eine Art Hartz-IV-System, ein besser funktionierendes Hartz-IV-System als bei uns es der Fall ist, gibt. Und ja, das spricht eigentlich schon sehr viel Pflanzen. Ja. Gut, das war das eine, was mich momentan auch relativ beschäftigt. Und ja, das ist das andere, also, oder halt noch weiter auf das Thema eingehend, bin ich halt gerade, wie gesagt, dabei herauszufinden, was ich halt so erfahren möchte. Das ist auf jeden Fall Liebe zu geben, Liebe zu spenden. Das kann auf Einzelpersonen zutreffen, das kann auf mehrere Personen zutreffen. Das ist auf jeden Fall was, nur ich bin halt mir noch unsicher, inwieweit ich mich dem halt hingeben möchte, also ob ich mich voll darauf fokussieren möchte. Also ich sehe halt viele, die das halt machen, dass sie dann trotzdem irgendwelche psychischen Störungen dadurch entwickeln, weil die dann halt gewisse Dinge sich nicht erlauben oder verdrängen, die sie eigentlich noch erleben wollen würden. Und das versuche ich halt zu ergründen. Das ist gar nicht mal so einfach, wenn halt, ja, viele wissen das halt intuitiv. Und ich finde es für mich halt sehr schwierig, diese Stimme zu hören. Es könnte sein, aber also mir könnte die Stimme sagen, dass halt sowas wie vegan erlebt werden will, also noch nicht halt frutarisch oder Rohkost, sondern vegan, sogar mit Tofu, aber halt nicht diese ganzen Fertigprodukte, E-Nummern und so weiter, aber halt auch schon Protein und Fette und so weiter. Und dann halt richtig im Training halt aufzudrehen und also richtig krass und da Weltrekorde versuchen zu machen, auch für den Veganismus. Und ja, und also vom Horoskop her, sage ich mal, ist mein Weg auch der Weg der Stärke, sage ich mal. Und das würde einfach mega passen. Weiß ich nicht, ob ich das halt machen will. Auf jeden Fall trainiere ich halt jetzt auch wieder ziemlich, ja, ziemlich hart. Also richtig hart. Die andere Sache wäre halt, wenn ich das Gekochte sein lasse und mich dann halt wieder ganz gut reinige, dann komme ich eigentlich sofort in die Saftstufe, dass ich halt nur noch Säfte, Fruchtsäfte trinke. Und halt, ja, noch viel krasser beim Training aufdrehe, wie ich halt, und so ist auch das letzte Video, das vorletzte Video entstanden, wo ich dann in wenigen Tagen dann halt den Nacken aufgebaut habe, der vorher eigentlich fast komplett weg war. Und ja, das habe ich einfach damit geschafft, indem ich halt nur entweder gar nichts gegessen und getrunken habe oder nur einen Saft, einen Fruchtsaft, einen frisch gepressten oder halt ein bisschen Früchte, Melone gegessen habe und dann halt einfach extrem trainiert habe, also die Geistesstärke. Das ist auf jeden Fall, das ist halt auch ein Weg der Stärke, der Geistesstärke. Der interessiert mich letztendlich noch mehr. Aber ich weiß nicht, ob ich das in Verbindung mache mit dem veganen Essen oder mit ja, Fruchtsäften und gegebenenfalls Früchten. Also ob die Seele nicht eigentlich noch diese tieferen und dichteren Erfahrungen machen will. Zum Beispiel, wenn ich jetzt trainiere, ich nehme jetzt als Beispiel Brust, ob ich mich dann halt diesen langsamen, tiefen Schwingungen hingebe und dann einfach so unter richtiger Anstrengung das Gewicht bewege und es richtig, man richtig fühlt, wie der Muskel dabei extrem beansprucht wird und teilweise auch Muskelfasern zerstört werden, damit die danach hyper regenerieren können, so dadurch entsteht der Muskelwachstum. Oder ob ich mich halt diesen hohen Schwingungen hingebe und einfach nur Geschwindigkeit da ist und richtige Power da ist, sodass man das Gewicht einfach nur richtig so hochschießt, ohne dass man überhaupt was im Muskel spüren würde, aber man trotzdem extrem viel Gewicht nehmen kann. Und
Ja, da bin ich halt noch so unsicher, sag ich mal. Auch wenn das vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt komisch irgendwie wirkt. Auf jeden Fall ist das für mich halt gleichwertig alles. Und es kommt nur darauf an, was man selber erfahren möchte. Und ich experimentiere halt da noch so ein bisschen rum. Das ist so mein aktueller Stand. Wollte ich über sonst noch was reden? Ich glaube, ich mache einfach mal Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.